Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alpha Protocol. Beim letzten Mal sind wir ja weiter durch die Hotelhallen und es war alles erfolgreich Gänseblümchen und, ja, und so. Keinerlei Probleme oder Hindernisse. Nein, war alles toppi und hoppi und tipptopp und so, ne? Es ging flott voran. Jetzt stehen wir vor der schweren Entscheidung, ob wir den Hex-Dossier löschen und uns den Weg hier herauskämpfen müssen praktisch. Oder ob wir in schleicherischer Manier Hex-Anfrage ignorieren, den armen Jungen enttäuschen. Ja, wir helfen ja. Starken vergeht doch. Ich drücke einfach mal Leertaste und dann solltest du darauf achten, dass von rechts Männer kommen. Warte. NSB Security just went to full alert. You're going to need to cancel the security lockdown to get out of there. Hurry, Mike. Geh da weg. Ich wollte irgendwo in Deckung gehen. Die kommen da aus der Tür. There should be a security terminal off the lobby. Da kannst du dich super vorbeischleichen in eine andere Richtung. Steven, do you copy? Like a floppy. What's up? I took care of that file you asked me about. As far as the NSB is concerned, there's nobody in the world named Steven Heck. Hey, that's great, Mike. Mind you, it'll make things harder for little Steven Jr. suddenly having no identity. But hey, thanks anyways. Sure, no problem. Verhältnis zu Steven Heck plus 1, siehste. 1! Ja, das wird noch. Ey, das ist Betäubungsmunition, jetzt kommt doch mal um. Das ist. Ja, die braucht immer ein bisschen. Mach mir die Irre. Ich wollte doch eigentlich noch ein Level aufsteigen. Tür öffnen. Welche Wegrichtung? Das ist egal. Das ist übrigens das Foyer. Du musst da hinten die Tür öffnen und dann fliehen. Es wäre zu einfach gewesen. Okay. Was war das? Steven Heck. Dort. Damn it, Heck, what the hell are you doing? Steven, you said distraction. Is distracting enough? Heck. Mike, there's no time. Just get out of there. Schnell. Keine Zeit. Da kommt immer mehr. Lass den ablenken, wir machen den Rest. Und tschüss. Fang irgendwo an. Kann mir jetzt egal sein, ob ich bemerkt werde. Trotzdem noch geschafft. Sachen gibt es ganz schön laut. Was? Ich kann ihn nicht hören. Das ist so laut. Gut, dafür können wir es noch deaktivieren. Nein, noch nicht. Sicherheitssystem deaktivieren. Sicherheitssystem, super. Da ist deins hier unten. Nee, andersrum. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch so, keine Zeit. Jetzt raus. Raus. La. Da kam noch einer um die Ecke, ne? Jo. Einfach durch die Vordertür gehen. La. Gar nicht da. Geh doch einfach, da kommt mehr, oder? Weiß ich nicht. Das sieht mir fast so aus. Da sind ganz schön viele. Ja, da sind schon wieder welche. Ausweichen. Die Doors are locked. I need a new exit ASAP. I'm checking the blueprints now. Got it. There are some access tunnels under. Ground, they should lead you right out. Jetzt hast du den hinter den Säulen. Nee, rechts vielleicht noch? Where? Nee. Service area behind the reception. Nein. Da. Ich möchte nur eine bessere Position. Links. Wo ist Geld! Die Geldrollen! Oh, das Geld ist doch egal! Jetzt sind wir ohne Geld dastehen. Was? Jetzt ist es wohl. Tja, Glück gehabt. Das Geld liegen lassen wollen, ich fasse es ja wohl nicht. Naja, ein paar Cent, ganz ehrlich. Oh, da können wir uns wieder nichts leisten. Wenn ein Cent nicht ehrt. Wo kam der denn her? Das wüsste ich auch gern. Vor allem dieses Hello dazu war noch sehr lustig.
Spezialmunition, das brauchen wir ja unbedingt. Geld, yay! Okay, I'm at the elevator. Oh, schreck mich doch nicht. You sure this will get me out? Positive. The elevator leads to those access tunnels. You can slip out before the authorities know you're gone. Got it. Mensch, das war unauffällig. Landen sie vor allem überall rum jetzt. Bam, ba, 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 bam, bam, ba, ba, ba. Da nochmal zwei. Also insgesamt plus drei. Das ist ja schon mal was. Für ein bisschen rumschießen, was jetzt nicht gerade sehr schwer war, ist das Ganze. Gibt es hier noch irgendwas? Widerstand, Gewalt, ziviler Sicherheitsdienst, aber er musste keine tödliche Gewalt anwenden, um mit ihnen fertig zu werden. Tja. Bla, 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 bla. Das ist sogar grün, dass wir die Daten löschen. Grün, 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 grün. Jetzt haben wir die Attentatspläne. Yay. Hey, Mike, it's Steven. Hey. Steven Heck. Ja. Yeah. Yeah, I can see you. I can see you too, Mike. Okay. What's on your mind, Heck? Steven, anywho, just wanted to drop you a line and find out if all that killing I didn't do was worth your while. You get what you needed? Please, like they could keep anything secret from spies like us. We do make a hell of a team, huh? When all this is over, if you want to come back and settle in Taipei, I could use a partner, Mike. Dry cleaning business, if you catch my drift. Why, that's great that you got it all sorted out. You need any more mayhem while you're in town, you know who to call. Thanks, I'll be in touch. Level up! Promoted! Stufe 16, wunderbar. Und Tarnung haben wir schon voll. Da können Pistolen! Wir Pistolen voll machen! Aber wie oft können wir denn dann schießen? Oft genug? 6 Mal. Krass. Ja, das wird für die Endkämpfe ganz, ganz gut. Das wollen wir doch nicht benutzen. Doch. Zumindest bei den Endgegnern. Punkte 7 haben wir noch. Kann man noch mal 1 in Kampf? Ach, nimm Zähigkeit, das brauchst du. Oder Technikverständnis. Oder Sabotage, oder was das ist. Wieso tut das nur? Ja, nee. Sabotage ist wahrscheinlich Ladung einzustellen, bla bla. Da kriegen wir 3. Aber wir haben nur noch 3, ne? Wieso haben wir nur noch 3? Achso, du hast gerade den Kampfsport erhöht. Ja, das war mir wichtig. Wie war das mit dem war mir wichtig? Ach, Mensch. Dam, da, 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 dam, dam, da, da, da. Dass wir das nie gesteigert haben. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Ich dachte mir, du schaffst das auch so. Flo, du bist so gut, du schaffst das auch so. Tja, gut. Oder auch Fehleinschätzung. Klipp und klar. Eine Fehleinschätzung. Wir haben fast schon wieder ein Level up, muss man ja. Sind ja nur noch 2000 Punkte. Ist ja nichts. Naja. Jo. Wunderschön. Haben wir eine E-Mail bekommen? Ja, wir haben E-Mails. Das hübsche Gesicht wirkt. Hey, Mike. Ich hätte nie gedacht, wie viel Spaß es macht, deinen Manager von Hallweg den Kopf zu verdrehen und ihn hinters Licht zu führen. Vielleicht sollte ich den Fotojournalismus aufgeben und eine neue Laufbahn einschlagen. Wie dem auch sei, ich finde, wir sollten es bei Gelegenheit wiederholen, wenn du Lust hast. Scarlett. PS. Heck laden wir nächstes Mal nicht ein. Ich dachte ja immer... Ich sei verrückt, aber der... Also nach den E-Mails fühle ich mich immer dreckig. Hallo, Mr. Thornton. Das... Moment, was? Warum? Seit wann? Nennt sie uns nicht mehr Mike? Ich bin gerade auch verwirrt. Antwort, Info über Wahlbetrug. Hallo, Mr. Thornton. Ich sollte den Journalismus an den Nagel hängen, das sagt sie viel zu oft. Und einfach Wahlmaschinen herstellen. Hört sich wesentlich profitabler an. Wie jede gute weltreisende Reporter habe ich einen Kontakt, der meine Arbeit in jeden noch gebräuchlichen chinesischen Dialekt übersetzen kann. Ich sollte sie mal anrufen. Eine gute Spur. Danke. Scarlet Lake. Ah, das war doch hier.
Ja, das, ja. Das, was wir geschickt haben, ja, mit, ja, den Werbedruck, ja, ja. Money, money, money. Wow. Aber wir haben es an die Öffentlichkeit geleitet. Das, ja, ist wichtig. Ja, ist sehr wichtig. Wir sind eine höhere Autorität, wenn es um jedem moralische Sachen geht. Von Mike Thornton an Mike Thornton. Notiz für mich, Daten über Halbechs Buchführung. Ursprüngliche Nachricht. Mr. Peterson. Ich habe Probleme damit, die Zahlen passend zu machen. Ich habe unsere Trans... Könntest du das von meinem Auge wegnehmen? Trans-Pazifica-Sammelkonto durchgesehen und bemerkt, dass wir ein paar Fehlberechnungen beim Neubewertungsprozess haben. Wir schieben Kosten einfach nur auf drei Tochterfirmen ab. Der von uns angegebene Gewinn ist falsch. Eigentlich haben wir Geld verloren, aber der gesamte Verlust wird diesen Firmen zugeschrieben. Es gibt kein Zurück mehr. Zu viele Unterschriften auf zu vielen Dokumenten. Da kommen wir nicht mehr raus, davon darf niemand erfahren. Bitte um Anweisungen. Greg Jarlo, Direktor Rechnungswesen Pan-Asien Halbech International. Diese E-Mail, bla 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 bla. Antworten. An wen werden wir das schicken? Gucken wir erstmal Schwarzmarkt und Halbech wieder. Schwarzmarkt. Mach du. Nee, ich mach Scarlett. Ach nee, ich mach nicht Scarlett. Das ist ja egal, wir sind ja Mike. Betreff Halbechs Bilanzfälschung. Ich habe ein paar Informationen, die unbedingt weitergegeben werden müssen. Und du bist der richtige Adressat. Ich habe Beweise für Bilanzfälschungen von Halbech International. Ich kann sie nicht an die Steuerbehörde weitergeben, aber irgendjemand wird sie garantiert kaufen, um sich die Belohnung für das Melden einer Steuerhinterziehung unter den Nagel zu reißen. Versuch so schnell wie möglich einen Käufer zu finden und lass mir meinen Anteil zukommen. Halbech, Mr. Peterson, ich bin über die Mitteilung Ihres Buchhalters, was die Aufbereitung Ihrer Bücher angeht. Ja, Bankfehler zu meinem Vorteil ist der Betreff. Aber ich finde ihn so witzig. Was die Aufbereitung Ihrer Bücher angeht, gestolpert und würde mich über einen Anteil am Gewinn freuen. Ansonsten kann ich die Daten noch an die Steuerbehörde weiterreichen. Natürlich mit einer Kopie an Leland. Und darauf warten, dass Ihr Gesicht in den Nachrichten erscheint. Sie können den Betrag auf mein Konto auf den Cayman Island überweisen. Sie können, ja. Sind diese Offshore-Konten nicht wunderbar schwer nachzuverfolgen? Anonym. Wunderschön. Und Scarlett. An Scarlett, ja? Scarlett, ich schicke dir die Informationen über Halbeck, die ich gesammelt habe. Nimm dich vor langweiligen Unterhaltungen über Bilanzfälschungen in Acht. Mr. Thornton. Nein, Mike. Ja, ist ja noch. Senden? Ja, natürlich. An wen denn sonst? Yay. Wir wollen doch unsere liebe Scarlett auf unserer Seite. Wenn ich das schon wieder sehe, kann der Mann nicht kurze E-Mails verfassen. Das hat wir auch schon mal mit sehr wichtig unbedingt lesen. Ja, natürlich. Von Steve Hack. Alles, was er schreibt, ist wichtig. Das ist Dauerzustand. An Mike Thornton. Sehr wichtig, unbedingt lesen. Mann, Thornton! Das glaube ich ja nicht, Wahnsinn, das ist einfach, wow! Ich muss dir unbedingt ein Manuskript zeigen, ist fast fertig, yo! Ist eine Abhandlung darüber, dass die Preisfluktuationen bei der Bei Wirtschaftsgütern? Fluktuationen? Die Preisfluktuationen bei Wirtschaftsgütern. Teil eines organisierten Versuchs der Gedankenkontrolle sind. Gestern zum Beispiel ging der Preis für... Ich gehe ins Western. Ja, ja, schon. Ist der Preis für Erdbeeren nach oben gegangen. Und warum? Ganz einfach. Weil sie es so wollen, um zu sehen, wie sich die Dinge dadurch verändern. Wie sich die Wahrscheinlichkeit ändert, dass jemand zum Alkoholiker wird oder Selbstmord begeht oder zum Militär geht. Jede Preisveränderung ist eine perfide kontrollierter Schritt in einem Experiment, bei dem die richtige Balance von Einflüssen ermittelt wird, mit der die Leute am beeinflussbarsten werden. Ist dir aufgefallen, wie der Benzinpreis ständig nach oben geht, genau vor der nächsten Wahl, aber wieder sinkt? Das ist nicht die OPEC, Mann. Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der uns verarscht! Ist alles Teil eines aufwendig organisierten Experiments und ich werde das Geheimnis lüften. Oh, hey, ich muss jetzt mich mit einem Typen treffen, der mir eine Tischsäge besorgt. What the heck? Was will der Mann mit einer Tischsäge? Kleiner Tipp, du willst es nicht wissen. Dem würde ich nicht meine Gabel geben. Fluktuation, Schwankungen. Hast du gerade gegoogelt? Nein, ich habe mit Max geschrieben über Assassin's Creed.
83.000 Dollar passt. Das ist immer noch genug für mal unsere 125.000 Dollar Pistole, glaube ich, war. 110. 110. Wow. Die wollen wir ganz bestimmt. Wir wollen die 105.000. Die ist doch ganz nett. Und was ist mit der Rittergruppe Razor? Ja, die ist auch ganz nett. Und was war die andere nochmal? Die Duelist? Zwei. Aha, weiter. Die andere? Welche? Geht ihr runter? Aha, nochmal hoch. Aha, nochmal runter. Aha, nochmal hoch. Aha, nochmal runter. Aha, nochmal hoch. Ja, nee, wenn dann die Hamilton Duelist, ne? Die könnten wir uns sogar leisten. Ja. Ja, nur noch drei. Ich habe das Gefühl, dass wir uns das nicht leisten werden können. Heck steht ja als Revolver zur Verfügung, bla 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 bla. Vielleicht sollten wir alles kaufen. Na gut. Ach man, wir können uns nie eine Pistole leisten. Aber vielleicht unseren Anzug. Weiß ich gar nicht. War das nicht irgendwas mit 75.000? Weiß ich nicht. Das dann... Nee, wir wollen ja nicht die erweiterte Kampfpanzerung. Wir wollten... Was ist das denn? Nein, die wollten wir auch nicht. Weiter oben war die. Sicher? Ja, du bist schon fünfmal dran vorbei. Was sind die taktische Tarnpanzerung ist es nicht. Nee, hatten wir nicht schon das letzte? Ich weiß es nicht. Haben wir schon die beste geholt uns? Ich weiß es nicht mehr. Macht ja auch nichts. Wir sind so oder so gut. Ja, wir haben. Aber es gab einige Verbesserungen, die wir haben wollten. Aber wir wollten auf die Pistole. Moment, was mir gerade so einfällt. Vielleicht, was kann ich denn das nochmal? Kann ich das auch gleich hier machen? Einsatzkarte oder so? Geht das hier nicht irgendwo? Hier. Ein Inventar. Wir wollten noch bei der Pistole. Wir haben ja schon Typ 3. Macht das automatisch? Nee, na, die haben wir gekauft und da eingesetzt. Dann hatten wir nicht schon eine. Bessere nicht. Schade. Sonst nope. Irgendwie. Irgendwas. Das zum Beispiel, was unsere Genauigkeit erhöht, aber die Stabilität sinkt, die sowieso schon sehr hoch ist. Ich denke, da könnten wir das nehmen. War ja klar. Was? Nichts. Genauigkeit ist wichtig. Ja, da haben wir nichts anderes. Gut, weil da könnten wir es nämlich noch alles verkaufen und dann hoffen, dass wir vielleicht. Aber da können wir gleich bleiben, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, als dass wir jetzt noch eine Mission anfangen. Wir können ja mal in der Informationen gucken. Nee, bei Einsatzakt. Was? Nee, guck mal da oben rechts. War das dann nicht da? Ja, genau, wusste ich es doch. Ja. Person, Fraktion. Such die Urias aus. Fraktion. Hatten wir irgendwo was Neues? Deus Vult? Das hatten wir Deus Vult schon? Nein. Gut. Deus Vult, in Klammern Marburgs Agenten, die guten Leute. Herkunft USA, gegründet unbekannt, Organisation, unternehmenseigene Spezialeinheit. Benannt nach Marburgs Leitspruch sind die Männer von Marburg oftmals ehemalige Agenten, die sich der VCI angeschlossen haben und letztendlich zu Marburgs persönlichen Mitarbeitern aufgestiegen sind. Viele von ihnen wurden zuerst vom US-Justizministerium und anschließend von Marburg persönlich ausgebildet und stellen selbst für die abgebrühtesten Agenten eine echte Bedrohung dar, ja sicher. Typischerweise setzen sie keine schweren, sondern nur leichte Schusswaffen ein, diese aber mit chirurgischer Präzision, haben wir gesehen. Marburgs Agenten reagieren schnell auf Bedrohungen, nutzen Deckungen und setzen im Kampf großzügig Sprengstoff und Minen ein. Sie verwenden modernste Spionagetechnologie für verschiedenste dreckige Einsätze. Folglich kann man ihnen selbst mit Hilfe modernster Ausrüstung und taktischer Hinterhalte nur schwer beikommen. Ein Agent von Marburg kann zwar auf einen Schallprojektor hereinfallen, das passiert jedoch nur einmal. Gut zu wissen. Das sind die Guten, ne? Gibt's hier sonst noch irgendwas Neues? Stimmt, nicht bei Fraktionen. Nee, doch, neue Informationen verfügbar, steht doch da. NSB, das haben wir noch nicht gelesen. Nee.
Der taiwanesische Staatssicherheitsdienst. Was denn? Ich kriege auch Schmerzen. Taiwan, gegründet 1955, Organisation Militärgeheimdienst. Der taiwanesische Staatssicherheitsdienst ist das Hauptorgan der taiwanesischen Geheimdienste. Er wurde 1955 von Präsident Chiang Kai-shek gegründet und umfasst als Einsatzgebiete ausländische und inländische Sicherheit, Schutz des Präsidenten, Militärsicherheit und weitere Bereiche. In den ersten Jahren haftete der Organisation ein undurchsichtiger und furchterregender Ruf an, weswegen sie auch der taiwanesische KGB genannt wurde. Mhm. Putin wäre stolz. Zusätzlich zur Informationsbeschaffung ist das NSB auch für die Sicherheit des Präsidenten und den Schutz ausländischer Würdenträger auf Staatsbesuch zuständig. Die mit dieser Aufgabe betrauten Agenten sind normalerweise nur leicht mit Standardpistolen und leichten schusssicheren Westen ausgerüstet, verfügen aber über ausgezeichnete Kommunikationsmittel. Häufig gehören einem Einsatzteam von NSB-Agenten zwei mit Funkgeräten ausgestattete Mitglieder an, was schnelle und präzise überraschende Festnahmen ermöglicht. Schön. Noch irgendwas? Ne. Hat mir Sokovs Wachen. Das ist Sokov ist schon so lange schon her. So Triaden, Triaden hatten wir noch nicht. Na dann. Die Geschichte der Triaden, einer kriminellen chinesischen Organisation, lässt sich bis zu Widerstandskämpfen der Anti-Qing-Dynastie im 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Ursprünglich diente ihr Zweck der Wiederherstellung der Han-Dynastie, doch glitt der Organisation nach und nach in die Kriminalität ab, bis sie 1911 schließlich die Qing-Qing-Dynastie stürzte. Qing! Nach langen Jahren des Widerstandes gegen die Qing-Qing-Dynastie stellte man fest, dass man plötzlich kein Ziel mehr hatte. Folglich widmeten sich die Triaden fast ausschließlich dem organisierten Verbrechen. Nach der Übernahme Chinas durch die Kommunisten 1949 emigrierten die meisten Anhänger der Triaden nach Hongkong, das zum Zentrum ihrer Macht wurde. Den typischen Soldaten des Bergs, der Weißen Eiche, unterscheidet nur wenig von einem gewöhnlichen Schläger. Die Mitglieder dieser Streitkraft verfügen weder über Disziplin noch über eine einheitliche Bewaffnung. Agenten, die ihnen im Kampf gegenüberstehen, müssen mit allem rechnen, von Maschinenpistolen bis hin zu Sturmgewehren. Sie tragen üblicherweise keine Rüstung und sind schnell und äußerst mobil, was es äußerst schwierig macht, sie auszuschalten. Viele Triadensoldaten sind zusätzlich geübte Nahkämpfer. Ihr Training in dieser Disziplin konzentriert sich darauf, Schläge abzuwehren und den Gegner mit einem vernichtenden Gegenschlag auszuschalten. Hongxis Elite-Soldaten tragen rote Trainingsanzüge und sind mit kleinkalibrigen, aber höchstkraftsicheren Pistolen bewaffnet. Jeder Agent sollte sich dessen bewusst sein, dass Hongxis Killer allesamt, ähnlich den Angehörigen der Triaden, hervorragende Nahkampfspezialisten sind. Im Nahkampf ungeübte Agenten sollten sich auf Distanz zu ihnen halten. Wir sind ja zum Glück nicht ungeübt. Das war's ist nicht für heute. Neu. Ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.